Moin ihr Lieben und herzlich willkommen bei meiner Reise durch die sandige Wüste von Starsand. Und ja, seitdem ich diese Regenmaschine angestellt habe, scheint es hier wohl auch nicht mehr warm zu werden, hell zu werden. Wir haben ja jetzt die Nacht schon hier weggepennt, oder? Hatten wir doch. Ich meine ja. Du kannst nur nachts schlafen, genau. Deswegen, jetzt brauche ich ein Wedel, damit ich mir meine Fackel bauen kann. Ich brauche dann noch glatt mal eine Fackel, ne? Ah, ein bisschen heller wird es ja doch. So, ja, du kriegst ja trinken. Essen sollst du auch kriegen. Erstmal einen hiervon, wa? Ja, das ist doch schon mal gut. So. Ja, aber so ganz ohne Fackel ist es echt doof hier, ne? Jetzt müssen wir ja gucken, wie geht's jetzt hier weiter? Ich glaube, ich muss mir noch mal so einen Unterstand mitnehmen, tatsächlich. So, was brauche ich denn für so einen Unterstand noch? Hier. Mir fehlen jetzt Baumstämme und zwei Wedel. Aber ich habe auch Inventar voll, so eine Scheiße. Aber falls ich nochmal irgendwo speichern muss, brauche ich ja zumindest mal so einen Unterstand hier, ne? Was kann ich denn erstmal rausschmeißen? Hier kurz. Wo habe ich den denn jetzt her? Ach, das ist das Öl. Ja, das lasse ich mal lieber hier. Hier, das ist der Köder, den muss man da irgendwie bauen können. Ach ja, den kann ich ja mittlerweile ausrüsten. Platzierbare Objekte, hier Köder, da fehlt noch eine flache Komponente. Die habe ich noch nicht gefunden, okay. Ja, und ich habe immer noch nichts gefunden, das ich rausschmeißen kann. Dann schmeiß mal eben die Spitzhacke weg, die findet sich ja gleich wohl wieder. So, dann Wedel, wie viele brauche ich? Damit wir Platz haben. Einen noch. Herstellen. So, dann hat er nämlich das Inventar wieder frei durch die Wedel. Ah, ich wollte noch ein paar Kanapas hier mitnehmen. Ein paar Blüten. Einen Stack. So. Ja, aber die kann ich ja jetzt nicht hier lassen, oder? Aber den. Den kann ich hier lassen. Dann nimm lieber die Spitzhacke mit. Falls mal, ne? So. Jetzt hatten wir hier ja soweit eigentlich alles abgesucht. Ja, ich glaube, ne? Ja. Und dann denke ich, dass wir dann da weiter müssen, da hinten, ne? Denke ich. Sicher bin ich mir dessen auch nicht. So, hier hatten wir ja alles durchgefühlt, denke ich. Ich guck nochmal, ob wir wirklich alles haben hier. Jetzt haben wir ja auch ein bisschen Licht. Das hatte ich gestern irgendwie nicht, aber wenn noch diese flache Komponente fehlt. Hier, guck mal. Hier ist doch noch was. Wo ging es denn hier rein? Na toll, einmal mit der Kirche ums Dorf, bitte. So, hier, runde Komponente. Flache, runde Komponente. Ah, was kann denn jetzt raus hier? Eigentlich nichts, ne? Na, hier die Stöcker vielleicht noch. Ja. Dann kann ich nochmal die zwei flachen Komponenten mitnehmen. Sehr gut. So, genau. Wo ist im Angriffsplan kommt denn das dann vor? Ne? Wo kommt denn der Köder dann vor? Zwei. Was ist denn zwei? Zwei sind die 10 Fässer. Die kommen dahin. Eins ist da, wo ich jetzt bin, denke ich, ne? Bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke, ne. Eins müsste doch das Tor ganz am Anfang sein. Hier ist, wo wir jetzt sind. Hier da in der Mitte. Ja, kann man jetzt leider nicht so zeigen, ne? Ja, ich mach's mal im Schnitt
Also hier in der Mitte ist, wo wir jetzt sind. Das könnte dann das Anfangstor, das Eingangstor sein, wo die 1 drauf zeigt. Und die 3 brauche ich die Brille und das Gewehr. Und dann habe ich die Brutmutter oder was. Und wo genau ist die 3? Ja, eins ist mal den Regen machen, denke ich. Das haben wir getan. 2 sind die Fässer, 3 ist das Viech töten. Okay. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wo die Nummer 3 ist. Ja, super, ne? Jetzt muss ich noch weiter gucken. Jetzt kann ich es ja auch nicht einfach hier lassen. Jetzt, wo wir Licht haben, einmal noch mal alles absuchen hier. Nee, aber hier ist soweit nichts mehr. Nö, 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 alles gut hier jetzt, ne? Hey, hier ist die Tür. Und du darfst doch gern hier durchfallen. Rote Kanapa-Pflanze. Sind die besser? Roher Hanf, rote Blüte. Ah, dein Inventar ist voll. Ja, komm. Dann ess die mal weg. Was genau macht man denn mit der roten Blüte? Hä? Ich will ja auch nicht den Stiel, ich will die rote Blüte. Eine Hanfsorte, die mit einem besonderen Dünger angebaut wird. Die Wirkung scheint stärker zu sein. Ah, cool. Dann nehmen wir davon auch noch mal welche mit. Ja, guck mal, jetzt ist es auch wieder richtig schön hell hier. Hoffentlich ist das nicht schlecht. Ja, hier nochmal Blüten. Achtung, Skorpion. Er ist aber schnell unterwegs gewesen. Und da müssen wir da auch noch aufpassen, dass einem hier Skorpione entgegenkommen. Oh Mann, Leute. Das war hoffentlich nur ein doofer Schatten. So. Oh, die sind so schwer zu sehen hier. Da. Ja, egal jetzt. Ja, noch mal ein paar rote Blüten mit hier. Jetzt wäre so ein Herold gar nicht schlecht, ne? Hier hatten sie auch was zum Schutz aufgebaut. Okay. Was ist das hier noch? Hier liegen auch noch Komponenten rum. Cool. Einfach so hier draußen. Ah. Strange, aber ist so. Wie viele von den Ködern brauche ich denn? Ach, guck mal, hier haben sie eingebuddelt, ey. Auch gemein. So, jetzt gehen wir mal weiter, oder? Bevor ich das hier alles nochmal machen muss, würde ich nochmal einmal speichern wollen. Gucken wir uns hier nochmal um. Hier haben wir auf jeden Fall ziemlich viel angepflanzt, ne? Ja, da würde ich jetzt mal gucken. Vielleicht erkenne ich ja irgendwas hier wieder. Spiel gespeichert. Da sind wir hergekommen. Genau. Hoffentlich hat der Regen jetzt auch irgendwas gebracht. Nicht, dass die Maschine jetzt umsonst gelaufen ist. Da drüben könnte noch Kanapa sein. Ah, egal, wir haben jetzt hier 13 und 12. Ist ja nur ein bisschen, um Waffe und so aufzuladen. Ah, apropos Waffe, jetzt wo es wieder hell ist, kann ich die doch hier drauf packen. So, die ist auch noch relativ vollgeladen. Guck, wir sind aber definitiv von da hinten gekommen, ne? Dann lass uns mal gucken, wo es uns der Weg hier jetzt hinführt. Wenn wir hier weiterkommen, überhaupt.
Oh, den Anzug, den muss ich mal aufladen, ne? Oh ja, zwei Blüten brauchst du davon nur, um es voll zu kriegen. Cool. Ja, das ist schon anders, ja. Ach, da ist die nächste Jump'n'Run Action. Na super. Na super. Das sieht weit aus. Ja, da wäre natürlich cooler, ne? Alter! Hat ein scheiß riesiges Viech, ey. Also, ich muss Regen machen? Oder wie? Aber ich versuch's mal darüber, ne? Ja, Geronimo! Jawohl. Hat geklappt. Gut, die haben mich jetzt nicht angegriffen. Wieso habe ich eigentlich so wenig Leben? Schon wieder. Er bleibt doch nicht so lange stehen hier. Echt jetzt? Hallo? Oh Mann. Entflammbares Öl. Was kann ich denn damit wohl machen? Am besten nicht trinken, ist klar. Wo sind wir denn jetzt wohl? Ah, das ist aber ein riesiges Biest, was da unten rumflittert, ey. Habt ihr das gerade gesehen, Leute? Krass, oder? Wie groß das ist. Krass, ey. Alter Verwalter, wie sollen wir denn damit fertig werden? Ich habe auch diesen ganzen Angriffsplan noch gar nicht richtig verstanden, aber ich würde gern erstmal wieder zurück zu meiner Base. Hier, guckt es euch an, das blöde Viech. Bah. Nicht zu nah, aber hier kommt es jetzt lang, ne? Merkt nichts, das Viech. Er hat wahrscheinlich auch eine riesen Abwehr, ne? Also hier die Panzerung von dem Viech ist wahrscheinlich sehr stark. Da hinten müssen wir wahrscheinlich und dann wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Warte mal, aber war ich hier nicht schon? Kommen wir hier nicht tatsächlich zurück? Renn nicht so. Nee. Oder? Oder? Ich glaube, da hinten werde ich nochmal springen müssen, ne? Hier sind überall noch solche Sachen, die aussehen, als wenn man da springen müsste. Gucken wir uns jetzt hier mal um. Also ich glaube, von da kommen wir ja. Oh Mann. Wir müssen uns echt vorbereiten hier, ne? Hallo, schießen. So. Haben die denn jetzt weg? Bitte laden. Bitte laden. Ach, die sind dafür. Und der Rest ist nur für einen Anzug oder was? Was haben wir hier noch? Hier geht auch diese Suppe lang oder was? Nee. Ah, das ist jetzt dann wahrscheinlich
nachher die Schlucht, wo ich die hinlotsen soll, ne? Wenn man jetzt wüsste, wo man hier auf der Map wäre, dann könnte man sowas hier mal. Was? Mist, ey. Diese Biester. Muss ich da jetzt irgendwie rüber? Ich weiß es noch nicht. Oder muss ich hier jetzt runter? Naja, könnte man schon meinen, ne? Ich muss sagen, ich weiß gerade noch nicht so recht, was ich zu tun habe. Ich weiß noch nicht, an welcher Stelle ich diese Bomben platzieren soll. Aber hier sieht es ja überall so aus, als wenn man da so runter kann, ne? Ja, aber will ich das? Ich Schisser, ich. Wahrscheinlich muss ich das. Ob ich will oder nicht, zählt nicht, ne? Da hinten, da war aber auch was, ne? So. Ja, alles eine gute Frage hier. Ernsthaft. What? I have to do. So. Den haben wir. So, wann habe ich zu tun hier? Ach, leck mich doch an der Fött. Wie viele kommen denn da jetzt? Da hinten ist noch einer. So, und hier kommen wir dann in diese Giftsuppe. Das heißt, hier müssen wir wahrscheinlich irgendwo unseren Köder reinsetzen. So ist es wahrscheinlich gedacht. So. Quatsch. Hier. So, guck mal. Hier ist ja diese Geschichte mit dem See. So, ich gehe hier hinten raus. Dann ist das da. Da, hier ist diese große Geschichte. Das heißt, da, wo man hochspringen kann, da muss ich die 10 Pulverfässer hinsetzen. Und da hinten ist diese Höhle, was ich gesehen hatte. Ja. Genau, wo es hier runter geht. Da muss ich dann hoch. Also, ich versuch's mal zu verstehen. Weil hier gibt's nichts mehr, ne? Da hinten ist so ein weißer Fleck. Das ist wahrscheinlich so ein Glitchy-Ding. Hier unten kamen wir jetzt her. Da sind wir, glaube ich, rüber oder was? Irgendwo hier sind wir rübergekommen, ne? So, ich könnte theoretisch auch. Nee, da nicht. Nee, da kommst du ja so gar nicht wieder hoch. Also, ich denke, und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier nicht irgendwie wieder in die Viecher reinlatschen. So. Ich bin gar nicht stehen geblieben, ey. Drecksbiester. So. Hier wahrscheinlich, ne? Oh. Nee. Hier ist ja diese Knochengeschichte gewesen, richtig? Oh Mann! Wie viele von den Drecksbiestern gibt es hier denn? Lass mich doch mal konzentrieren hier! Also hier ist das jetzt noch nicht. Ich muss noch mal zurück. Hier, die muss ich gerade mal wieder aufladen. Ne? So, der hat wahrscheinlich so ein Blütensamen-Ding weggeworfen. So, hier ist diese Stelle.
wo ich die Fässer aufbauen soll, wetten? Weil. Ne? Ja, genau, hier ist dieses Hüpfe-Ding, was man hier, Quatsch, hier auf der Map sieht. Hier, da ist dieses Hüpfe-Teil. Und davor, da soll ich diese 10 Pulverfässer aufbauen. So, das ist Nummer 2. Das machen wir. Und wie war das jetzt mit Nummer 3? Dann brauche ich hier das Gewehr. Und Dings. Ja. Und das dann da oben bei dem X wahrscheinlich, ne? Oder was heißt dieses X denn da? Weil das sieht doch auch so aus, als würden da Fässer stehen oder was, ne? Also, das ist diese Geschichte. So. Weil auch hier vorne jetzt gleich diese Höhle kommt, ne? Ach, leck's mir doch! Warum drehe ich Idiot mich auch um? Ganz viele hier. Hier sind noch jede Menge von den Drecksviechern. Siehst du, hier ist diese Dings. Diese Geschichte, ne? Hier ist die Geschichte, wo es dann da vorne irgendwie in so eine Höhle geht. Und in dieser Höhle soll ich dann, guck mal, da ist auch eine. Das ist wahrscheinlich die, wo ich rein soll, ne? Denke ich mal. Ich weiß es nicht. Aber ich könnte es mir vorstellen. Also ist hier unser letzter Kampf, aber ich brauche diese 10 Fässer erstmal. Wie komme ich also hier erstmal raus? Ich muss mir ja irgendwie erstmal Fässer organisieren, ne? Aber das heißt, ich müsste erstmal wieder zurückgehen. Oder? Also ich würde hier jetzt mal eben den Unterschlupf hinsetzen. Und uns hier mal eben speichern. Weil es ja auch gleich dunkel wird. Aber ich könnte mir wirklich vorstellen, dass ich hier erstmal wieder zurück muss in das Dörfli und mir Dingens organisieren muss. Wir sind ganz schön viel von denen unterwegs. Ich mir erstmal. Ja, ist ja gut. Irgendwie eine die Sprengladung machen muss. Die Fässer. Was brauche ich dafür? Es ist ja auch ein Platz hier. Explosives Fach. Schießpulver, Metallbarren, Holzbrett. Habe ich alles nicht da. Muss ich also alles erstmal noch wieder zusammensammeln auch. Ja, und deswegen würde ich ja gern wieder zurück nach Hause gehen, ne? Aber ich glaube nicht, dass ich zurück da hinten hinkomme. Und da ist jetzt die Frage, wie komme ich denn zurück? Oder ich muss an der einen Stelle. An der einen Stelle da rüberspringen. Aber das ist ja quasi hier am Ende. Ich kann ja nur zurückgehen. Ich komme ja da gar nicht nach Hause. Also ich muss irgendwie diese ganzen Jump-and-Run-Geschichten wieder zurückschaffen. Weil sonst komme ich hier doch gar nicht mehr raus. Aber das klappt doch gar nicht. Ich bin doch hier irgendwie rübergekommen, ne? Ja. Hier ist dieses Plateau. Dann müsst ihr quasi da und dann da irgendwie hochklettern können. Das klappt doch gar nicht, oder? Ich glaube bald nicht. Ich schätze, das schaffen wir nicht. Das heißt tatsächlich,
könnte es sein, dass ich da irgendwo wieder springen muss, um erstmal wieder zurückzukommen. Aber wo und wie? Und wieso, weshalb, warum? Wie soll das denn gehen? Müsste der quasi jetzt hier dem Ding folgen, ne? Und dann in die Richtung springen. Was ist jetzt? Gibt es jetzt einen Sandsturm hier oder was? Die Firma, die sich angekündigt haben, sind auch noch nicht gekommen, ne? So, die Frage ist jetzt wirklich, wie komme ich hier zurück? Kann ich überhaupt zurück? Ist eine, denke ich, berechtigte Frage, ne? Jetzt hat er keine Dings mehr, verdammt. Keine Ausdauer mehr hier. Irgendwie müsste ich da hinkommen. Aber das ist ja auch wieder eine ganz andere Richtung hier, ne? Hier hast du eine Map von diesem Rondell. Da ist die Höhle. Da komme ich ja nicht zurück. Also es beginnt bei 1. Ja, super. 1 ist das Regen machen. Gut, Regen machen, super. Ich müsste aber hier hin. Und ich bin jetzt quasi da. Boah. Ist gar nicht so einfach, da jetzt wieder zurückzukommen, oder? Nee. Ist es nicht. Tatsächlich. Da ist eine Höhle. Wo ich ja tatsächlich vielleicht runterkommen könnte. Und wo ich da hinten vielleicht durchkomme. Oder da. Das könnten wir nochmal ausprobieren. Ich speichere mal eben nochmal. Und dann, wir haben ja nichts zu verlieren jetzt hier. Wir probieren das jetzt einfach. Ich habe nämlich sonst keine Ahnung, was ich hier, wie ich jetzt an die ganzen Pulverfässer kommen soll. Ich habe doch gar nichts hier aufgebaut dafür. Das heißt, es muss doch die Möglichkeit geben, dass man wieder zurückkommt. Ja, fresse jetzt. Aha. Das hört hier irgendwie gar nicht auf mit den Biestern, ne? So, also, wenn ich es richtig verstanden habe, dann muss ich hier irgendwie runter. So, hier ist dann nachher der Endfight. Gut. Hier ist dann nachher der Endkampf, ne? Ja. Entweder kann ich da oben hoch. Ich will jetzt aber mal den Weg durch die Höhle finden hier. Gucken, vielleicht gehe ich ja auch bei dem Versuch da hinzukommen drauf, ne? Wer weiß, was mich hier erwarten tut. Oder wir kommen irgendwo ganz woanders jetzt raus. Ich möchte mir die beiden Höhlen einfach mal angucken. Also ich verstehe schon, hier so, da vorne sollen irgendwo die Fässer platziert werden. Dann muss ich wahrscheinlich den Köder hier aufbauen. So, und hier sind jetzt die zwei Höhlen, ne? Vielleicht sind es nur zwei. Jetzt haben wir auch noch einen Sandsturm oder was? Könnte wohl sein. So, hier, ne? Da muss ich ja irgendwie rein, sagt er. Was haben wir denn hier? Oh. Da oben ist so ein. Also hier komme ich nicht wirklich weit. Nee. Oh. Oh shit. Das sind die ganzen Eier.
Alter. Aha. Okay, hier kommt er aber auch nicht hoch, ne? Hier gibt es auf jeden Fall noch ein paar Pilze. Oh, oh, oh. Ja. Ich habe keine Ahnung, was hier jetzt meine Aufgabe sein wird. Wahrscheinlich die Eier vernichten, das ist klar. Und hier dieses komische fahrende Etwas. Kalt ist es ja auch noch, ne? Oh, oh, Leute, ey. Ich bin echt überfragt. Wir gucken jetzt nochmal in diese Höhle rein, wo es dahin geht. Vielleicht ist das mein Verderben. Sonst steigen wir morgen an der Stelle da oben wieder ein und dann müssen wir uns vielleicht irgendwann überlegen, wie es hier weitergehen kann. Ich muss ja erstmal jetzt irgendwo hinkommen, dass ich Pulverfässer machen kann. Dafür muss ich erstmal irgendwo hinkommen. Was ist hier? Hier ist nicht gut. Hier ist nicht gut, glaube ich. Nee. Schitte. Hier geht's auch nicht weiter. Hier ist Ende der Map. Okay. Schade. Schade, Marmelade. So, ich bin jetzt echt ratlos, wie es hier weitergehen kann. Ernsthaft. Ich muss in irgendeine Höhle. Hier vorne geht es dann gleich mit diesem komischen Nebel los, ne? Dieser Giftplörre. Hier kommen wir nicht weiter. Nee, auch nicht. Ach Mann. Ja, ich bin gerade etwas überfragt. Wie komme ich jetzt dahin, dass ich mir die Fässer machen kann? Das ist ja doof. Es könnte sein. Warte mal. Ich wollte hier nochmal eben drauf gucken. Wenn das da ist. Nee. Ich muss irgendwo hier oben rum zurückkommen. Na, vielleicht kann ich da hoch und dann da hinten so rumlaufen. Das könnte man nochmal ausprobieren, ne? Ich würde sagen, das probiere ich morgen. Wir haben uns das Gebiet hier ja angeguckt. Und dass wir, weißt du, da oben rum einmal zurücklaufen können. Vielleicht mit einer kleinen Jump-and-Run-Einlage. Aber ansonsten habe ich auch gerade keine Idee, was wir machen können. Ich würde sagen, ich renne gar nicht weiter zurück. Ich gucke mir das Ganze hier nochmal an. Hier, den Angriffsplan haben die doch schon mal anscheinend versucht, weil hier schon so Knochen liegen, ne? Dass man das hier vorne irgendwo dann ablegt, oder was? Hm. Ich habe keine Ahnung. Ja, dass sie jetzt ablaufen, ist ja auch Blödsinn, ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass du hier hoch musst. Du kommst ja hier auch gar nicht wieder hoch. Ja, musst du nur vernünftig machen. So, hier so hoch, ne? Nee. Oh. Ja. Hier irgendwie Schritt für Schritt dann. So, und dann, dass du da hinten so rumlaufen kannst und dann vielleicht wieder da hinkommst. Aber das probieren wir morgen aus.
Nee, nee, bleib mal hier. Ey. So, danke. So, okay, das probieren wir morgen mal aus. Dann können wir auch vielleicht erst die Nacht wegpennen, bevor wir hingehen. So, und jetzt? Nee, nee, bleib da, bleib da, bleib da. Yeah. Ja, okay, dann muss ich da hoch. Ja, das machen wir morgen mal, ne? Ich würde sagen, ich gehe an dieser Stelle raus. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Wenn euch interessiert, wie die Reise auf meinem Kanal weitergeht, abonniert ihn euch. Lasst mir gerne auch eure Kommentare da, würde ich mich sehr darüber freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin, ciao.